Willkommen bei Hausflipper. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich melde mich zurück aus unserem gemütlichen Schlafzimmer, das gar nicht so gemütlich ist, weil noch kein Bett drin steht. Ich würde sagen, das machen wir mal als erstes. Wir kaufen uns ein Bett. Betten. Wir gönnen uns mal was, oder? Wollen wir uns was gönnen? Ein Doppelbett Warmy. Das sieht doch mal aus. Das gefällt mir tatsächlich eigentlich ganz gut, weil da wenigstens noch so ein bisschen auch Bettwäsche drauf ist. Oh, mit unterschiedlichem Holz noch. Graue Kissen, grauer Bettbezug, ja passt, weil lila will ich jetzt eigentlich nicht kaufen. Oh je. Bett neu gestellt, alles voll. Ach du Scheiße. Vielleicht sollten wir das dann eher dann da hinten hinstellen. Dann müssen wir aber den Laptop aufheben. Und mal eben hier hinstellen. So. Und jetzt können wir uns das Bett kaufen. So weit wie möglich nach hinten. Ja. Ein Traum. Und dadurch wurde auf dem Spiel jetzt das Zimmer hier als Schlafzimmer erkannt. Auf der Seite kann ich rein ins Bett, auf der anderen Seite nicht. Aber da ist ja eh nur die Heizung. Kann ich das? Ja, geil, oder? So, und dann machen wir das jetzt einfach mal so. Wir liegen quasi im Bett und aus dem Bett raus nehmen wir unsere Aufträge an. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir schauen, was wir für Aufgaben bekommen. Badezimmer haben wir das letzte Mal gemacht. Wie wäre es denn mit einem Kitschhaus? Hey! Meine alte Tante ist im Hospiz gelandet und wird es sicherlich nicht so schnell verlassen. Nun habe ich ihr Haus bekommen. Es ist hässlich und ich würde es am liebsten abreißen. Ich würde gerne etwas Neues bauen, habe aber kein Geld. Das Haus ist kitschig und sieht aus wie das Haus einer einsamen Mutter. Okay, kein guter Satz, aber die ein schwieriges Leben hinter sich hat. Also fast wie meiner, hehe. Schmeiß alle Schränke raus und stell normale Möbel rein. Die Dinge an den Wänden kannst du auch entfernen. Mach einfach was draus. Denn jetzt sieht es aus wie in einem Kaff. Es sollte aber schick und stilvoll sein, nicht? Viele Grüße, die Angelika Werner. Dann akzeptieren wir doch mal den Auftrag und schauen mal, was wir so alles machen dürfen, machen sollen. Und wie lange es dauert vor allen Dingen. Ich hoffe natürlich, dass wir das in der Folge auch schaffen. Jetzt gehen wir erstmal rein ins Haus. Ja, und... Oh, das hier ist das Gästezimmer. Okay, das ist interessant. Da müssen wir reinigen, wir müssen streichen. Wir müssen Gegenstände entfernen. Verkaufen wir einfach mal. Vasen. Vasen raus, Gemälde. Also alles weg. Die arme Frau, hey, die arme Tante, die hat sich da bestimmt mal Mühe mitgegeben. Irgendwelche altmodischen Tische, ach, wahrscheinlich muss eh alles weg. Komm, alles verkaufen, wenn die gar nichts haben will. Das ist unmoralisch, na toll. Und die Heizung ist auch kaputt, sehe ich gerade, hier läuft ja Wasser aus. Uiuiuiuiuiui. Wir müssen aber noch... Zimmer... Gegenstand entfernen. Altmodisch. Ja, aber... Wenn ich es doch entfernen will? Also, was muss ich denn dafür machen, dass ich es entfernen kann? Besser wäre es, das nicht zu machen. Das darf ich alles nicht entfernen, aber neun Gegenstände in diesem Zimmer muss ich noch machen. Jetzt reparieren wir erstmal schnell die Heizung. Dieses komische Geplätscher, das irritiert mich irgendwie ein bisschen. So, dann moppen wir das hier mal schnell noch weg. Reinige die Beschmutzungen. Gegenstand entfernen, altmodisch. 9 Gegenstände müssen wir noch weghauen, aber...
Gleiche Türen? Nein, nein. Nein, 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 nein. Vielleicht das hier drin? Was übersehe ich? Hier sind 1, 2, 3, 4 Lampen drin und irgendwelche... Ah! Teppich. Okay, jetzt sind wir bei 8. Vielleicht müssen wir einfach insgesamt die altmodischen Dinger weghauen. Da nicht. Wir gehen mal kurz in die anderen Zimmer rein. Hier geht's in den Keller runter. Das ist unmoralisch, unmoralisch, unmoralisch. Dann gehen wir wieder hoch. Und schauen hier mal. Das ist alles unmoralisch, was ich hier mache. Ich bin ein unmoralischer Mensch. Ja, Lady, unmoralisch. Dann kann ich dir aber nicht helfen. Wenn ich hier noch 8 Gegenstände weghauen soll, die gar nicht da sind. Oder ich habe zu schnell geklickt. Ach nee, jetzt habe ich es gerade gesehen. Wir sollten die ganze Zeit Gegenstände entfernen. Da ging der Zähler runter und jetzt sollen wir Gegenstände anbringen. Kücheninsel mit Spülbecken. Jetzt, okay. Das macht natürlich Sinn. Dann hauen wir jetzt hier erstmal schnell die Wände raus. Das ist komplett die Wand hier. Zum Glück haben wir ja unseren starken und dicken Bizeps. Und auch neue Skillpunkte verfügbar. Beziehungsweise so neu sind die gar nicht. Die haben wir nämlich schon seit der letzten Folge. Da geht es auch mit Sicherheit um Aufträge. Da schauen wir dann am Ende von der Wand mal kurz rein. Solange wir in der Zwischenzeit nicht die Fenster raushauen. Durch die umherfliegenden Steine. Perfekt. Jetzt noch streichen und dann können wir Küchengeräte einbauen. Die würde ich doch fast dann wieder hier auf das Gefließte stellen. Oder? Doch, das machen wir. Jetzt schauen wir kurz in die Skillpunkte rein. Verbesserungen. Verhandlungen. Preis verhandelbar. Chancen auf Erfolg bei Verhandlungen steigen um 5%. Chancen auf Erfolg bei Verhandlungen steigen um 15%. Dann machen wir mal einen verhandelbaren Preis, weil das ja auch darum geht, dass wir dann eigene Häuser verkaufen können. In allen anderen Punkten haben wir kein Geld oder keine Verbesserungen verfügbar und kaufen uns jetzt erstmal deswegen ein Mandarinen-Orange. Farben Orange. Mandarinen-Orange. Okay, das findet man über den normalen Orange-Sucher nicht. Da kaufe ich gleich mal 2 Eimer. Und ein ganz normales Weiß brauchen wir auch noch. Da kaufe ich erstmal nur einen Eimer. Weiß streiche ich jetzt die Küchenzeile. Kann man eigentlich nach 6 Wänden, also nach 2-mal streichen, wieder auffüllen, weil man das dann verbraucht hat. Nicht vergessen, der schmale Streifen hier hinten dran. Und jetzt noch schnell unterm Fenster ein bisschen. Das reicht schon wieder nicht von der Farbe her. Mal nachtanken. Und die 2 Wände hier noch. So, jetzt ist die Küche schon mal schön weiß gestrichen. Wo machen wir denn jetzt Mandarinen-Orange hin? Machen wir die Wand hier Mandarinen-Orange komplett und den Gang dann noch in weiß, dass wir den bis hier hinten weiß machen.
Wir fangen einfach mal an mit dem Mandarinen Orange und schauen mal, wie das wirkt. Oh, das macht doch eigentlich einen ganz guten Eindruck, oder? Das ist ein bisschen eine gemütlichere Farbe. Da haben wir dann den Kontrast zur Küche. Das finde ich eigentlich ganz stimmig. Wir müssen uns dann nur überlegen, wie wir hinten den Flur weitermachen. Aber das sehen wir gleich, wenn wir da angekommen sind. Ich glaube, wenn wir es komplett in diesem Mandarin-Orange machen, wird es fast zu dunkel. Dann würde ich jetzt einfach mal hier noch ein Stückchen Weiß weiterstreichen. Einfach mal testweise. Wir können das ja dann immer noch im Nachgang mal ein bisschen anpassen oder ändern. Wenn es uns jetzt nicht gefällt, dann überstreichen wir halt nochmal. Das Einzige, was ist, dass uns das vielleicht ein bisschen mehr Geld kostet, aber die Farbeimer sind jetzt mit 16 Euro auch jetzt keine Luxusgegenstände. Dann haben wir nämlich hier den Wohnbereich schön in diesem Mandarin-Orange gemacht und den Rest vom Flur einfach in Weiß. Dann brauche ich, wobei vielleicht langt mir sogar der Farbeimer noch. Ja, das hat genau gelangt. 100%, 100%, 100%. Dann hauen wir den Eimer wieder weg. Was, für den Eimer kriege ich noch 16 Euro? Ja, für den kriege ich auch 16 Euro. Wow. Da habe ich ja 11 Euro. Mandarinorange. Okay, der hat 20 Euro gekostet. Aber warum ich dann für diesen fast leer und ausgelutschten Eimer noch so viel Geld bekomme? Das kann mir mal einer vielleicht erklären. So, Gegenstand anbringen. Ein Kücheninsel mit Spülbecken. Also suchen wir uns mal eine Küche raus. Ein Küchenset mit Spülbecken. Ne, Kücheninsel mit Spülbecken. Arbeitsplatte. Aber mit dem orangen Marmor. Das passt, denke ich mal, ganz gut zu der Wand. Und die Farbe grauer Marmor, ne, das wäre, glaube ich, Pastellrosa. Boah, das sieht ja voll kacke aus. ein helles Grau, das passt, denke ich. Dann machen wir die Arbeitsplatte mal hier hinten hin. Aber was ist denn das für ein Quatsch? Da habe ich doch hier voll. Da verliere ich doch voll den Platz nach hinten. Das ist doch dumm. Also anders kann ich es gerade gar nicht bezeichnen. Weil hier vorne muss ich stehen zum Spülen. Und hier hinten habe ich einfach ein Loch. Gegenstand anbringen, Kücheninsel mit Herdplatte. Aha. Kücheninsel mit Herdplatte. Das sind ja eigentlich fest vorgeschriebene Sachen. Nochmal die Vorderseite grau und die Arbeitsplatte. Die muss ja auch irgendwie jetzt ein bisschen dazu passen. Dunkle Buche? Nee.
Hier ist doch gar kein Platz mehr. Lady, was hast denn du dir für eine komische Küche rausgesucht? Das passt doch alles nicht. Es ist viel zu tief. Vielleicht können wir das hier noch ein bisschen drehen. Wir sagen können, okay, wir gehen jetzt hier in die Ecke. Dann kommen wir da wenigstens noch an den Stromschalter dran. An die Steckdose. Und können das hier noch ein bisschen um die Ecke verbinden. Dann sieht es vielleicht noch ein bisschen mehr nach Küche aus. Das ist ja grässlich, aber es ist das, was ich kaufen soll. Das ist das, was ich kaufen soll. Das kaufe ich auch. Barhocker. Metall und Weiß. Metall und Rot. Metall und Orange. Oder haben wir den Kontrast wieder? Oder die Überleitung von der Wand drüben. Wie viel brauche ich davon? Noch einen. Kühlschrank japanisch. Oder Japan, irgendwas. Die Barhocker stellen wir erstmal kurz zur Seite, bis wir wissen, was wir alles noch fertig kaufen müssen oder insgesamt noch aufbauen sollen. Und dann können wir da nochmal schauen, wie wir die positionieren. Einen Kühlschrank haben wir hier nicht. Und suchen wir mal danach. Kühlschrank Japan. Die Farbe ist echt schwarz, rot, Stahl. Ich nehme mal den Stahlkühlschrank. Können wir den vielleicht hier hinten dran packen? Das wäre schon irgendwie eine coole Sache. Okay. Also die Frau, die will echt witzige Sachen haben. Ist das Sofa Elle. Wahrscheinlich kommt es da gleich noch der Sessel Elle dazu. Sofa. TV-Schrank Anna. In Erle. Dunkle Nuss. Weiß. Nee. Kirschholz. Dunkle Nuss. Das hat mit dem Boden sehr dunkel auch, ne? Da brauchen wir, glaube ich, irgendwas, was sich ein bisschen besser abhebt. Der Erle. Ja, ist doch ganz passabel. Und noch den Gegenstand Drahtzähne, was auch immer ein... Ach, das ist eine Pflanze. Okay. Blumentopf. Rot. Oder Cyan. Oder Himmelblau. Nehmen wir Himmelblau, das ist ein bisschen neutraler. Das kommt dann gleich hier auf den Tisch mit drauf. Hier sind wir auf jeden Fall fertig. Ich finde aber irgendwie... Da hat sie sich eine komische Raumgestaltung ausgedacht, die Frau. Mal gucken, ob wir den vielleicht noch hier unterbringen. Ja, das haut hin. Packen wir da mal das Sofa noch vorne dran. Also ich würde ja eigentlich lieber das hier hinbauen, aber dann ist ja hier eigentlich alles für den Arsch. Dann ist die Tür ja zugestellt. Ich würde auch ehrlich gesagt hier die Tür rausmachen, hier zumauern. Wenn ich hier dann die Wand wegmache. Ach nee, der wird einfach nur vergrößert, der Raum. Verdammt. Hier ist keine neue Tür. Also ich würde trotzdem die Tür hier wegmachen und dann vielleicht hier vorne die Tür reinmachen. Weil so habe ich die Tür nach draußen. Hier steht die Küche. Und hier kann ich nichts hinstellen, weil hier brauche ich den Platz für die Türen einfach zum Durchgehen. Wo soll man sich hier überhaupt hinsetzen? Hier ist ja nicht mal eine Sitzgelegenheit, also so ein Tisch oder irgendwie sowas.
finde das alles irgendwie ein bisschen seltsam. Aber es ist halt auch kein Platz einfach da, ne? Das ist so das Problem. Dann haben wir hier schön die aufgeräumten Hocker. Aber wenn sie so will, meinetwegen. Meinetwegen. Gegenstände entfernen. Verkaufen. Alles verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Teppich wahrscheinlich auch. Teppich auch. Sessel raus. Bett raus. Alles raus. Tür raus. Die Tür darf ich nicht rausmachen. Aber ich darf wieder Wände kaputt schlagen. Weil auch hier hätte die Dame gerne einen größeren Raum. Und wir sind theoretisch fertig mit dem Auftrag. Wir haben genug erreicht, um den Auftrag abschließen zu können. Aber wir wollen den natürlich auch mit 100% abschließen und nicht einfach zwischendurch aufgeben. Oder ja, so beenden. Auf jeden Fall kostet der Umbau mit aktuell 10.200 Euro schon richtig viel Geld. Und das komplette Zimmer sollen wir mit der Farbe verblichene Zitrone streichen. Da bin ich mal gespannt, was das gibt. Da kaufe ich definitiv zwei Eimer. Weil wenn wir komplett alles verkaufen sollen, alles streichen sollen, dann brauchen wir da schon viel Farbe. Beeil mich auch, dass das zügig geht. Wir sind ja mittlerweile Streichprofis. Hey, wir haben sogar um die Ecke jetzt drei Blöcke auf einmal gestrichen. Und die Fenster noch damit dazu gestrichen. Noch ein bisschen Farbe mehr. Decke noch anstreichen. Also mit den zusätzlichen Skills geht es natürlich auch schon echt gut und schnell von der Hand. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Als nächstes könnte man vielleicht skillen, dass wir weniger Farbe brauchen. Vielleicht schaffen wir es dann sogar, ein bisschen mehr zu streichen. Mit einem Mal. So, das können wir schon mal wegwerfen. Und weiter geht's in der zweiten Farbdose. Schon wieder leer. Eieiei. Glaub was, wir brauchen da noch so eine zusätzliche Farbdose, einen zusätzlichen Farbeimer. Wenn ich mir das hier so anschaue, das langt glaube ich nicht ganz. Oder? Doch. Das könnte gerade langen. Können wir jetzt hier noch die Ecke schnell machen. Hier oben brauchen wir nicht so viel. 100%. Geil. Hat alles funktioniert. Dann für 11 Euro wieder verkaufen. Was können wir hier? Nein, keine Wand bauen. Wegwerfen. So. Wir müssen das Doppelbett Mai. Mai? Oder Mal. Doppelbett Mal hätte sie gerne. Das Holz sind braun. Bettbezüge schwarz-weiß finde ich ein bisschen besser. Rote Kissen kann sie haben. Die Tagesdecke, die wird braun. Braun? Oh, das passt doch insgesamt, oder? Wo kommt das Bett? Wo kommt denn das Bett hin? Machen wir das hier so hinter den Schrank ein bisschen? Dann ist man so
geschützt durch den Schrank. Kann aus dem Fenster rausschauen. Wird morgens gemütlich von der Sonne geweckt. Ja, und hat hier, das ist bestimmt so irgendwie so Feng Shui-mäßig, ist das bestimmt ganz gut. Wenn man da so, ja, weiß ich nicht, abgedrängt ist, abgeschottet ist. Von den bösen Sphären oder bösen Energien, die hier so durch den Raum wabbern. Dann nehmen wir mal noch das Regal Kall. Das ist von unserem großen schwedischen Möbelzentrum. Mit Sicherheit. So. Tun wir das da hin oder tun wir das ein bisschen weiter links hin? Schauen wir es auch mal einfach nach links. Ich meine, so ins Bett, ne, kam ja einfach so, ey, und rein. Muss man nicht unbedingt seitlich hinlaufen. Ein Bürostuhl. Wäre das hier so ein gemischtes Schlaf- und Arbeitszimmer? Nachttisch. Anna rechts. Gibt es vielleicht dann auch einen Nachttisch Anna links? Das passt gut zu dem Schrank dazu. Nachttisch Anna links. Ich wusste es. Haben wir auch einen Kirschholz. Und einen Eckschreibtisch. Den brauchen wir noch. Dunkler Stahl, dunkles Holz. Holz, wie sieht das aus? Nix, ne? Das sieht nix aus. Nur ist es auch dunkel. Lichte. Dann lassen wir es einfach mal in Erle. Und ich würde es fast so rumdrehen tatsächlich, dass wir rausschauen können. Oder müssen wir auch hier Schrank nochmal umstellen. Und vielleicht das Bett auch noch umstellen, oder? Nee, müssen wir eigentlich nicht. Also schon ein bisschen, aber wir können das hier so rüberstellen. Das ist jetzt, ist es rechts oder links? Ich würde das mal so positionieren, weil man dann einfach besser reingreifen kann. Und so Sachen ablegen kann. Zack. So, dann passt das jetzt hier zum Bett. Mit dem Schreibtisch hat man die Tür im Blick und man muss nicht, oder der Computer, wenn man einen hat, der wird dann nicht von der Sonne geblendet oder es scheint nicht so auf den Bildschirm drauf. Und dann kommt der Kleiderschrank noch hier ins Eck. So. Das sieht aus wie 100% abgeschlossen, oder? Das ist ein Schlafzimmer, das gefällt mir. Da machen wir ein Foto noch davon. Immer noch keine Wand bauen. Jetzt fehlt nur noch hier ein schöner Laptop. Und dann kann man arbeiten und schlafen in einem Zimmer. Licht geht auch. Wow, ist krass hell eigentlich, ne? Okay. Dann sind wir hier fertig mit dem Wohnzimmer, Schrägstrich Küche. Bin ich jetzt irgendwie nicht so zufrieden, aber ehrlich gesagt hätte ich jetzt hier auch nicht noch so eine fette Couch reingeklatscht und noch zwei Hocker dazu. Aber das ist nicht meine Entscheidung. Auftrag ist Auftrag. Wir haben den nur ausgeführt nach bestem Wissen und Gewissen. Die Pflanze, die schmeißen wir noch eben runter. Die kommt hier drauf. Und jetzt gehen wir. Tschüss. Auftrag enden. Und tschüss ist das richtige Stichwort. Wir sind nämlich am Ende von der Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, dass ich mich nicht ganz irgendwie da negativ schlecht verhalten habe oder schlechten Geschmack bewiesen habe bei der Einrichtung. Das könnt ihr mir ja gerne mal sagen, was ihr davon haltet, wie ich das Ganze aufgebaut habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch das nächste Mal wieder in Hausflipper. Bis dahin dann wünsche ich euch alles Gute. Ciao.